Aloha, Servus und Moin Moin ihr Lieben, ich bin's Younes, euer EWE Smartgeber. Heute kurz und smart, die optimale Fritzbox-Konfiguration fürs Online-Gaming mit eurer PlayStation 4. Die PlayStation ist per LAN-Kabel mit dem Internet verbunden. Warum das so ist, das könnt ihr euch in meinem anderen Video anschauen. Nun könnt ihr die Verbindung zwischen der Fritzbox 7490 und der PlayStation 4 verbessern. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Fangt zuerst mit den Einstellungen auf eurer Fritzbox an. Gebt dafür in eurem Browser http://fritz.box ein und meldet euch an. Zuerst müsst ihr sicherstellen, dass die Fritzbox als DHCP-Server eingerichtet ist. Normalerweise sollte dies der Fall sein, ihr könnt das aber ganz schnell checken, indem ihr auf Heimnetz und Heimnetzübersicht klickt und dort auf die Registerkarte Netzwerkeinstellungen geht. Wählt dann IPv4-Adressen. Hier könnt ihr sehen, ob DHCP-Server aktiviert ist. Wenn nicht, dann aktiviert ihn und richtet ihn ein. Die Werkseinstellungen hierfür findet ihr in der Beschreibung. Richtet als nächstes die automatischen Portfreigaben auf der Fritzbox ein, damit die PlayStation alle benötigten Ports selbst öffnen kann. Schaut vorher kurz ins Einstellungsmenü eurer PlayStation. Geht unter Einstellungen auf Netzwerk und dann auf Verbindungsstatus. Dort wird euer NAT-Typ angezeigt. Wenn euch hier NAT-Typ 2 angezeigt wird, ist bereits alles korrekt eingestellt. Wird euch NAT-Typ 1 oder 3 angezeigt, dann müsst ihr auf eurer Fritzbox die Portfreigaben einrichten. Dafür geht ihr wieder auf die Benutzeroberfläche der Fritzbox. Klickt auf Heimnetz und Heimnetzübersicht und anschließend auf die Registerkarte Netzwerkverbindungen. Klickt hier neben PS4 auf Bearbeiten. Aktiviert selbstständige Portfreigaben erlauben und klickt auf OK. Startet jetzt die PlayStation und die Fritzbox neu, dann müsste euch der NAT-Typ 2 angezeigt werden. Falls nicht, könnt ihr die Portfreigaben auch manuell einrichten. Wie das Ganze funktioniert, findet ihr an einem Link im Beschreibungstext. So, jetzt müsste eure PlayStation 4 optimal fürs Online-Gaming eingerichtet sein. Und wenn ihr noch Fragen habt oder mich vielleicht auch herausfordern wollt, dann schreibt gerne ins Kommentarfeld. Bis ganz bald, vielleicht auch online, euer Younes. Tschüss, tschüss.